Hallo und grüß euch, da bin ich wieder, der Markus Burkhardt. Heute ist einmal ein bisschen regnerisch und kühl, ausnahmsweise. Es war jetzt sehr warm die letzten Tage bei uns und ich finde, dass das super zum heutigen Thema passt. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr sehr gestresst seid, dass ihr keine innere Ruhe findet, dass ihr ein bisschen, manche fürchten sich auch vor gewissen Dingen. Die letzte Zeit war ja ein bisschen schräg. Und jetzt ist sowieso, obwohl es eigentlich die ruhige Zeit sein sollte, ist es ja meistens in Wahrheit eine ziemlich stressige Zeit. Und deshalb, glaube ich, machen wir heute ein Thema, was so richtig super passt und was mir auch voll taugt. Und ich stehe da gleich neben so einer ganz großen Pflanze für dieses Thema, dem Wacholder, eine wunderbare, alte, bekannte Heil- und so weiter. Da verraten wir euch vielleicht noch und noch mehr. Und ja, bleibt dabei, schaut euch das an. Findet eure Mitte. Heute geht's ums Dufträuchern, deshalb hat es vorher mit dem Wacholder, also gut, gepasst, weil das ja auch eine alte Räucherpflanze ist. Und vielleicht nur einleitend, weil es wirklich gut passt, es geht ums Dufträuchern. Das heißt, da macht man sich eher diese angenehmen, wohligen Düfte zunutze. Das Wort Parfum kommt vom Lateinischen, glaube ich, würde ich mal sagen, Perfumum, vom Rauch eigentlich übersetzt. Also das Wort Parfum leitet sich schon vom Rauch ab, weil man früher eben, wir haben das ein bisschen aufgehört, gell? So eigentlich kann man sagen, ab dem 20. Jahrhundert ist nicht mehr großartig geräuchert worden bei uns, aber vorher war das eben sehr, sehr wichtig und deshalb, damit ich da richtig einen Experten oder eine Expertin an meiner Seite habe, habe ich heute die Elisabeth, mit der haben wir schon mal vor längerer Zeit was machen dürfen in diese Richtung, weil die Elisabeth sich einfach schon lange mit dem Thema beschäftigt und sich sehr, sehr gut mit den verschiedensten Kräutern und Heilpflanzen auskennt. Mhm. Und du kannst uns da sicher sehr viel erzählen. Was ist da dein Zugang, wenn man irgendwo so über diese Wirksamkeit vom Dufträuchern redet? Ja, bei mir ist, also was ich so spannend gefunden habe, wie ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, war eigentlich, dass dieser Sinn des Riechens so unterschätzt wird und dabei aber so viel in uns bewirkt. Weil das ist einer von den ältesten Sinnen, was in uns angelegt ist. Also in der 10. Schwangerschaftswoche haben wir schon den Duftsinn im Baby, quasi im Bauch drinnen, ist das schon ausgeprägt. Und der wird nicht sensoriert. Das heißt, es geht direkt, also wir riechen was und das geht unzensoriert ins limbische System. Und das limbische System ist eine von den ältesten Hirnzentren und das ist der Sitz der Emotionen und der Gefühle. Und nebenbei ist gleich der Sitz auch von den Hormonen. Und dadurch, das beeinflusst uns enorm, im positiven wie im negativen Sinn, wenn wir jetzt irgendwelche Düfte, die was wir gar nicht riechen können, macht das auch ganz viel mit uns. Aber wir wollen uns ja beschäftigen mit angenehmen Düften, die was uns gut und sinnlich und positiv stimmen. Absolut. Und deshalb, glaube ich, passt ja die Zeit jetzt also gut. Weil in Wahrheit haben ja trotzdem eben viele Stress in der Vorweihnachtszeit. Oder fühlen Sie irgendwie unruhig, ausgebrannt, was auch immer. Da gibt es ja verschiedenste Dinge. Und da finde ich wirklich, ist das Dufträuchern einfach so eine ganz einfache Variante, aber eben wirklich auch eine wirkungsvolle. Und man kann sich da, es gehört glaube ich auch ein bisschen dazu, dass man sich die Zeit nehmen sollte einmal dafür. Ja. Das fällt ja auch mir, muss ich zugeben, oft sehr schwer, dass man sich einfach bewusst die Zeit nimmt. Aber dann kann man da glaube ich wirklich auch viel für sich Positives rausholen. Ja, es reichen oft schon ein paar Minuten, aber es braucht so eine bewusste Entscheidung. Also das heißt, ein bewusstes Abschalten von dem anderen System, was halt vielleicht jetzt der Stress oder Hektik und so weiter bedeutet. Und ich sitze mich hin und sage jetzt bewusst, ich nehme eine Auszeit und nehme die Stöfchen zuber und tue mir die Kräuter auf. Da hat man die Kusi das jetzt schon so schön hergerichtet, eben indem da jetzt natürlich brauche ich eine Wärmequelle, dass eben auch diese
Kräuter zum Duften anfangen, weil es geht ja alles über die ätherischen Öle. Und diese ätherischen Öle werden frei über die Wärme. Und die Pflanzen geben dann eben diese Düfte ab. Das geht einfach da beim Dufträuchern eher ohne den Rauch, sondern das ist einfach, wenn ich da jetzt meine Nasen zuhalte, dann geht das in Sekundenbruchteilen in mein Hirn rauf und macht was mit mir. Und macht was Positives mit mir, nämlich es entspannt mich. Meine Gefühle schlagen sofort an und sagen, ma, ist das herrlich, ist das angenehm, ist das gut? Und ich komme einfach in eine entspannte, ausgleichende Stimmung. Sie beruhigen, ich komme in eine harmonische Stimmung. Also das heißt, die Emotionen, die was zu viel sind, kommen runter und die was sozusagen einfach vielleicht, wo ich sage, ja, ich bin vielleicht eher in einer depressiven oder eher in einer gedrückten Stimmung, das bringt mich nach oben. Und das ist eben, das kennen die Kräuter. Stimmung. Eigentlich, gell, das möchte ich vielleicht noch ganz kurz vorausschicken, wir wollten eigentlich den Ablauf von dem Beitrag so beginnen, dass man draußen durchgeht im Garten, weil, was wir immer vergessen, diese Räucherpflanzen, die kommen nicht von irgendwo her, es gibt natürlich auch welche, die weiterher reisen, wie Weihrauch und Myrrhe, um ganz berühmte zu nennen, aber ganz, ganz viele dieser Räucherpflanzen wachsen bei uns vor der Haustüre, weil eben dieses Räuchern so eine, eigentlich wahrscheinlich so alt wie das Feuer, so lang nutzt der Mensch schon das Räuchern. Aber da lasse ich dich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen und dann werden wir uns einfach vielleicht auch ein paar Pflanzen rauspicken, das ihr alle kennt und wo es vielleicht selber ein bisschen animiert wird, mit dem zu experimentieren. Da ist jetzt eine neue Mischung, habe ich euch zusammengemischt. Ich tue mir ja, wenn ich so neue Mischungen kreiere, dann tue ich ja viel mit der Intuition arbeiten, auch mit dem Bauchgefühl. Und jetzt auch für die Rauhnächte und für die Weihnachtszeit habe ich euch eine neue Mischung kreiert. Riech einmal, Markus. Wow, riecht so schon sehr, sehr angenehm. Genau. Das ist jetzt eben auch für diese Vorweihnachtszeit. Genau, Vorweihnachtszeit und die Rauhnächte. Und was ist denn da jetzt alles drinnen? Da sind die Tannennadeln drinnen vom Wald. Dann ist da drinnen der Toast. Den sehen wir eh da. Der wilde Toast. Super. Rosen, dann ein Holler ist drauf. Hollerblüten, dann ein bisschen von den Nelken sind dabei, aber auch natürlich der Wacholder, den haben wir jetzt erst draußen gehabt, der Quickholder, der ist drinnen mit den Beeren und aber auch die Nadeln, die getrockneten, sind dabei. Dann, was haben wir nur dabei? Warte mal, jetzt muss ich da mal geschwind schauen. Der Holler ist ja auch so eine uralte Räucherpflanze, also die Blüten eigentlich, genau. Man trocknet die Blüten und die werden dann... Genau, der Holler ist da, eben das sind diese kleinen weißen zierlichen Blüten. Genau, der Holler ist sowieso einfach eine ganz alte Heilpflanze und wird für alles, ist sozusagen die Hausapotheke. Und die haben wir da jetzt da drinnen eigentlich, also auf der einen Seite steht sie so für dieses Neubeginnende. Eben bei den Rauhnächten ist ja eigentlich so eine Zeit zwischen den Zeiten, wo sozusagen eigentlich, da sind die Leute früher viel daheim gewesen und haben sie auch so, also diese Innenschau. Also von außen, von dem Trubel nach innen, Was ist sozusagen das Jahr los gewesen? Was hat mich beschäftigt? Also ein bisschen einfach Reflexion. Und das kann einfach der Holler sehr gut. Das Weihnachtsfest ist ja so ein ganz tiefes Fest, eigentlich so ein familiäres Fest, eben wo so ganz viele Emotionen angesprochen werden. Und da ist eben diese Düfte, sind einfach ganz viele diese Kekse, wir gehen rein, riechen was in einer Küche und denken uns, boah, jetzt sind wir da bei der Oma in der Küche vor 20 Jahren und denken uns, man, war das herrlich als Kind, die Oma hat uns da die tollen Kekse gebacken und wir haben uns einfach rundum und um wohl gefühlt. Ja. Und solche Düfte sind da dabei, eben wie den Nelken, wie der Weihnachtsduft, eben da ist natürlich die Tanne. Und aber auch der Wacholder, der hat einfach auch diesen ganz feinen Schutzmantel, der was auf der einen Seite sticht er und so hat er dieses Abwehrende, aber auf der anderen Seite hat er auch, die Schutzpflanzen sind meistens so, wo es im ersten Moment, so wie er da jetzt, boah, wir stichten das ist ja ein Wahnsinn. Aber wenn man sich dann näher damit beschäftigt, der Wacholder hat immer Quickholder geheißen. Quickholder, das heißt, der hat uns wach gemacht, der hat uns sozusagen im Hier und Jetzt, wir sind ganz da und eben mit einer Mischung sind wir einfach sehr präsent.
Also wenn wir jetzt riechen, sind wir ganz im Hier und Jetzt und sind wir ganz angekommen in der Gegenwart. Das heißt, wir denken jetzt nicht dran, was wird irgendwann einmal sein oder was war irgendwann einmal, sondern wir sind jetzt da. Und ja, das war halt eigentlich für die Advent- und für die Weihnachtszeit eine schöne Geschichte. Da kann ich nur mehr wenig hinzufügen, bis vielleicht, dass die Frage ein bisschen gemein war, ist mir jetzt eingefallen, weil man kann über Düfte irgendwie, kommt mir zumindest vor, das fällt dann schwer, dass man, weil Düfte gehen ja in der Erinnerung oft so weit zurück und die lösen dann so viel aus in einem, man kann das aber nicht beschreiben. Man kann es eigentlich nicht so richtig in Worte fassen, sondern das löst einfach so ganz tiefe, hoffentlich meistens gute Emotionen aus. Aber man tut sich dann schwer, dass man sagt, der Duft, der macht jetzt in mir das oder das. Genau. Sondern es ist einfach so ein angenehmes, wohliges, vertrautes Gefühl, irgendwie so vielleicht. Ja, und das ist vor allem bei jedem ist es anders, weil jeder für jeden wirken ja Düfte sozusagen mit Erinnerung verknüpft. Das heißt, es ist wie so ein Duftalphabet und da habe ich Erinnerungen von früher und die knüpfen wieder an und so entstehen Duftwörter. Und die sind natürlich bei jedem anders zusammengesetzt. Weil wenn ich jetzt eine ganz positive Erinnerung gehabt habe mit diesem Duft einmal, dann verbinde ich ja in der Emotion auch was anderes damit, als wenn ich da jetzt eine negative Emotion damit einmal gehabt habe. Ja, und das heißt, das ist ein komplexes System, was da in uns abläuft, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und so ist es schwer, eben das für jeden, also das ist nicht standardisiert, es empfindet jeder anders. Mhm. Aber es gibt natürlich so Grundgeschichten und es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass Vanilleduft für jeden ganz entspannend wirkt. Das hat man auch nachgewiesen, dass in der Muttermilch zum Beispiel, das riecht ein bisschen nach Vanille. Und so ist es klar, dass das unser Geborgenheitsgefühl da an das erinnert, wenn wir jetzt Vanille zum Beispiel riechen. Jetzt machen wir mal eine kurze Duftpause, auch wenn es mir schwerfällt, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt gibt es was Schönes fürs Auge, einen Deko-Block von der Cosi. Snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything, the only present I want. Ja, und drum ist auch dieses Dufträuchern auch wirklich eine effektive Methode, eben um runterzukommen, um einfach seine Emotionen zu beruhigen. Ich sitze mich wirklich hin, also am Abend, wenn gerade nach einem traurigen Tag, dass ich mir bewusst Zeit nehme, dann mache ich auch oft die Augen zu, wenn ich rieche. Ich muss traurig übersetzen, glaube ich. Ja, und nach dann. Nach einem stressig, gell? Genau, nach einem stressigen. Oberösterreichisch. Tag. Ja, genau, wenn man sich beruhigen will. Und das ist einfach, auch wirklich, also auch, dass das auch körperlich gleich in ein Wohlbefinden anmündet, weil sozusagen einfach der Körper gleich reagiert drauf. Also das heißt, diese Informationen werden in Sekundenbruchteilen nach oben befördert und die Emotionen werden da verändert oder lösen einfach Wohlbefinden aus. Und verändert werden sie in dem, dass die Pflanzen, eben die Pflanzendüfte, eben Sachen harmonisieren. Und es ist eben jetzt auch in der Wissenschaft angekommen, dass das eine ganz effektive Methode ist, um in kurzer Zeit einfach auch wieder diesen inneren Freiraum zu gewinnen und einfach einen Gang zurückzuschalten und runterkommen von 180, ja. Und jetzt werden wir uns einfach ein paar so einzelne Pflanzen vielleicht anschauen, weil das, glaube ich, ist für euch auch wieder interessant. Vielleicht habt ihr die eine oder andere ja sogar im Garten. Wir werden es jetzt so machen, nachdem wir jetzt so beruhigt sind durch diese Kräutermischung. Die Elisabeth mischt ja diese Dinge und das sind oft so, ja, wie du sagst, aus der Intuition, aber da sind eben einzelne Pflanzen drinnen. Jetzt schauen wir uns einfach ein paar einzelne an. Ich werde dich aufgrund deiner ruhigen Situation jetzt in eine Prüfungssituation bringen. Und du erzählst uns dann ein bisschen was du so über diese Pflanzen weißt. Was hast du da Schönes? Das ist Riechprobe.
Wow, das ist gut. Das ist super. Ja, das ist der Waldmeister. Den Waldmeister, den tue ich wirklich meistens am Anfang, wenn die Räucherteilnehmerinnen kommen, tue ich den schon aufs Stöfchen und der bringt gleich eine gelöste Stimmung. Stimmung! Also wirklich eine tolle Stimmung, also eine entspannte Stimmung, weil der hat eben dieses Kumarin drinnen und das ist eben dieser Heuduft, der was eben auch zum Beispiel, Kumarin ist auch ganz stark in Vanille drinnen oder in den Tonkabohnen. Und der zaubert eine entspannte Stimmung. Die Waldmeisterbulle kennen wir ja, ja. Alle. Gell? Da ist es eben eingelegt in einen Alkohol. Da wird aber auch dieses Kraut eingelegt. Das wird vorher immer angewölkt. Weil das erst durch dieses Anwelken, das tut man so 10 Stunden ungefähr anwelken. Dann kommt der Duft raus, wenn das angewölkt ist. Und eben, ja, also der Waldmeister hat eben auch diese, also auf der einen Seite entspannte, gelöste Stimmung bringt er, aber er ist zum Beispiel auch gut, wenn man jetzt zu viel Stress gehabt hat, dass man schon fast Kopfweh kriegt. Dann kann das Kopfweh wieder vergehen auch. Jetzt suche ich mir was Gelbes aus. Ich nehme das linke Gelbe, weil dann hole ich mir die Sonnenkraft, die gespeicherte des Sommers. Klingt jetzt vielleicht so, wie soll man das sagen, übertrieben, aber es ist wirklich so, gell, bei der Pflanzen. Ja, genau. Da lasse ich dich aber mehr sagen dazu. Was haben wir da Schönes? Das ist jetzt das Johanniskraut. Johanniskraut ist, das Johanniskraut, das ist zu Johanni, ist eigentlich dann die Blütezeit. Und Johanni, wissen wir ja, das ist eigentlich die Zeit, wo die meiste Sonnenkraft da ist. Das heißt, 21. Juni ist die Sommersonnenwende. Und da blüht eben das Johanniskraut und da speichert diese Pflanzen ganz viel an Sonnenenergie in den Blüten und in den Samen. Und die helfen uns dann auch wieder im Winter, eben, dass wir, wenn wir zum Beispiel jetzt zu wenig Sonnenlicht haben, können wir uns das zunutze machen und können wir diese Pflanzen auflegen. Und die bringt uns einfach diese Sonne ins Herz. Also das heißt, das ist eine Seelenpflanze, die was eben Sonnenlicht, wo wir Sonnenlicht aufnehmen können. Und das ist eben bei Leuten, die was so diesen Winterblues haben und eigentlich unter dem leiden, dass so wenig Sonne ist im Winter, da ist das richtig. Das war für unsere nordschwedischen Freunde eine gute Sache. Du hast ja monatelang überhaupt keine Sonne. Ja. Weil eben, das ist schon, kann man vielleicht auch irgendwie ein bisschen anmerken, im Sommer hast du eh Sonne genug. Genau. Gell? Aber im Winter fällt es da. Und das ist das Nette, wenn man das bevorratet, diese Dinge. Wir haben das heuer auch gesammelt, gell? Quasi. Weißt du das noch? Wir haben einiges gesammelt. Und im Winter, wenn man dann in eine Depri-Stimmung kommt, dann nimmt man das. Ja, und was du jetzt sagst von den nordischen Ländern, da fällt mir gleich die Engelwurz ein, weil das ist so die Lichtbringerin in den nordischen Ländern. Und das kommt ja immer darauf an, zum Beispiel die Doldenblütler, und da gehört die Engelwurz dazu, die haben auch ganz viele ätherische Öle. Und wir haben da jetzt einen Vertreter, haben wir da jetzt mit. Den habe ich euch auch jetzt als Wurzel mitgenommen. Die Wurz aller Wurzeln. Ja, genau. Das ist jetzt die Meisterwurz. Und die hat eben auch diese ganzen tollen ätherischen Öle drinnen. Also neben der Lippenblütlerfamilie sind die Doldenblütler eben ganz arg. Voller ätherischen Öle. Und die helfen eben auch in dieser kalten und düsteren Zeit oder auch einfach, wenn wenig Tageslicht ist, dass wir einfach in eine gute Stimmung reinkommen und uns einfach aufbauen, ja. Genau. Also du grabst im Sommer oder im Herbst die Wurzeln aus? Ja, im Herbst ist Wurzelzeit. Also eigentlich dann ist das der Vollmond. Man wartet den Vollmond noch ab im Oktober und dann tut man Wurzelgraben eigentlich bis Allerheiligen. Ist diese im abnehmenden Mond am besten. Intensiv. Ist ganz intensiv dann die Wurzel. Bisschen sellerieartig, gell? Ja, vielleicht. Und ich habe es im Garten, ich glaube, ich habe es sogar im Shop, was ich weiß, die Meisterwurz, ja, ich glaube... Ja, die Meisterwurz, die müsst ihr euch unbedingt in den Garten tun. Das ist wirklich Meisterwurz, sagt schon die Wurzel aller Wurzeln. Und auf der einen Seite eben im seelischen Bereich, aber auch Verdauungsbeschwerden und auch sozusagen alles, was mit Magen-Darm zum tun hat. Weil eben diese ätherischen Öle sehr stark eben diesen Magen-Darm-Trakt eigentlich gut harmonisieren und dadurch einfach eine gute heilsame Wirkung entfalten. Und du legst einfach die Wurzelstickerln so auf? Genau, und da können wir beim Stöfchen einfach die eher ein bisschen mehr in die Mitte, also wo mehr Hitze ist, da haben wir die hin. Diese Blüten, die tun wir ja am Rand hin, aber die Wurzeln, die brauchen mehr Hitze, dass sie diese ätherischen Öle freigeben.
Und da kann ich sie auch wirklich lang lassen oder eben auch dann einmal drehen. Also das geht oft über Stunden. Wenn es dann nachher vielleicht einmal nicht mehr riecht, dann kann ich auch das Stöfchen ausblasen und nur mal dann neuch noch einen Teil sozusagen anzünden. Aber sozusagen wirklich zum Hinsetzen ist gut, wenn ich schon vorher sozusagen ein bisschen eine Hitze habe und mir wirklich hinsitze. Es riecht mir schon voll gut. Ich liebe die Meisterwurz. Mhm. Ja. Sehr angenehm. Ja. Die ist ja im Alpenraum sehr, sehr hoch geschätzt, oder genau. So richtig legendär, kann man fast sagen. Und witzigerweise war er in Skandinavien, im hohen Norden oben, ja. Weil eben die Meisterwurz vielleicht als kleiner Tipp, so ganz trockene Standorte magst du nicht. Die wächst eher am Berg, auch wo es feuchter ist, so diese feuchten Hochstaudenfluren mit dem Alpentrost oder so zusammen. Und diese Wurzeln, gell, wenn man die im Garten hat, die kann man sich ja, oder vielleicht noch besser, wenn man wandern geht, und man hat nichts dabei und man kriegt aus irgendeinem Grund Zahnweh oder Kopfweh oder irgend sowas, dann kann diese Wurzel, wenn man dran kaut, nur man muss halt kennen, gell? Man darf sie nicht verwechseln, weil Doldenblütler sind ja nicht so einfach, gibt es ja so genau. Viel. Deshalb ist es oft nicht schlecht, wenn ich sie im Garten habe, weil dann kenne ich es sicher. Eine meiner Lieblingspflanzen und nicht nur meine Lieblingspflanzen, auch die meiner Ameisen schätzen, du weißt es sicher schon. Was ist das? Der Thymian. Ja. Ameisen lieben Thymian. Die Ameisen wissen das, gell? Ja. Und Thymian, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, habe ich durchs Recherchieren herausgefunden. Thymian ist, das Wort Thymian leitet sich ab vom Wort Räuchern. Das heißt, ist eine der ganz, ganz alten, bekannten Räucherpflanzen. Absolut zu Recht. Ja, und der Thymian, also wenn man sozusagen wie früher, wo es halt auch die Leute draufgekommen sind, boah, das riecht so gut, eben und über ein Feuer oder über einen Rauch nur viel mehr. Die haben ja das meistens in Kombination eben mit dem Kochen gemacht. Und der Thymian wird ja jetzt auch noch in der Küche eben verwendet. Der Thymian ist stark erwärmend. Es ist einfach ein Hitzekraut eigentlich und wächst eben an ganz sonnigen Standorten und eben ein Lippenblütler nur dazu. Und so tut er eben auch seine ätherischen Öle freigeben. Und die Ameise ist eigentlich auch ein ganz hitziges Insekt, also das sozusagen, das ist einfach ein Tier, die was die Wärme mag. Und so verstehen sie die zwar sehr gut. Ja, und den Thymian, also den können wir jetzt in der Erkältungszeit auf der einen Seite auflegen, weil er ganz viele tolle ätherische Öle hat, die was eben diese desinfizierenden Eigenschaften haben. Also ihr wisst ja, den Thymian, der ist eben toll bei allem, was mit Husten zum tun hat. Mhm. Also das ist die traditionelle Hustenpflanze. Und der Thymian ist sozusagen auf der seelischen Ebene oder auf der emotionalen Ebene, ist er die Mutpflanzen. Also die sozusagen vermittelt uns Mut. Alles, was wir anpacken sollen, wo wir einfach auch vielleicht ein bisschen einen Schiss haben, wo wir Angst haben, das ist einfach eine Pflanze, die kann uns da helfen, die kann uns da unterstützen, dass wir einfach mutiger werden. Wir brauchen immer wieder in unserer Zeit ja, mutige Leute. Ich also, weiß nicht, soll ich nicht. Ich nein, unbedingt einen Thymian. Genau, riechst ein paar Mal drauf und nachher wirst du es gleich wissen. Gib ihm. Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz, weil es also ein schönes Bild ist, die Königskerzenblüten. Wo kann man da irgendwie Eigenschaften dem zuordnen? Ein Balsam für die Seele. Einfach bringt Sonne, eben Licht und Sonne einfach in die Seele. Und so ein Balsam, ja, der was sie so drüber legt. Also wie so eine gute Creme, die was sie da so eine gute Handcreme. Und ich würde diese Blüten eben, also die sind königlich. Ja. Also wie der Name schon sagt. Das ist eben was Königliches. Die Königin in uns eben wieder erwecken. Den König in uns zum Leuchten bringen. Ja. Das ist sehr poetisch ausgedrückt. Vor allem mir gefällt ja am meisten, der Insektenbezug ist ja für mich immer nett. Ja. Um 12 ist die Bar geschlossen. Gibt es da nichts mehr. Da macht es zu. Zum Mittag sehen sie. Deshalb siehst du Nachmittag am Abend keine Insekten drauf. Die wissen das auch. Genau, die wissen das und drum kommen sie schon in der Früh daher. Und man kann es aber auch so machen, dass man wirklich die Blüten lässt sie dann fallen am nächsten Tag und dass es dann auch oft einsammelt. Wenn jetzt ein schöner Tag ist, dann nimm ich es nicht weg, sondern erst, wenn sie es hergibt, dann glaube ich es auf und dann trocknet es. Sie brauchen wirklich sehr, sehr lang zum Trocknen, also das Glasl ja nicht, weil dann ist diese ganze Mühe umsonst, die was ich da habe. Genau, also sie müssen gut durchtrocknen, weil sie so ein bisschen wollig sind, wollig filzig, so wie das Blatt auch. Und sonst werden sie auch bei Erkältungskrankheiten eingesetzt. Schleimstoffe. Genau, die Schleimstoffe, die sind da drauf. Eben, und die helfen natürlich dann, dass eben der Reizhusten zum Beispiel gemildert wird. Wow!
Da bist du aber so richtig weihnachtlich. Mhm, genau. Das ist halt Harz, gell? Das ist das Harz, ja, genau. Aber da ist so ein guter Duft. Ja, so ein guter Duft. Was ist das für ein Harz jetzt da? Das ist jetzt der Zirbenharz. Das ist ganz was Besonderes. Genau, das kriegt man ja, Zirben ist ja bei uns ganz in der Höhe umgegangen, gell? Aber ihr habt es ja im Shop, was ich weiß. Das ist ja, wir haben es in den Niederungen. Genau. Ja, Zirben ist ganz weit oben. Ja, genau. Über 1000 Meter genau, eigentlich. Genau. Und in den Alpen. Und da braucht man jetzt eben beim Stöfchen, da braucht man jetzt einen Einsatz, nicht mit einem Sieb, sondern das, was sozusagen das Harz eben verflüssigt, aber nicht abtropfen lässt. Sonst brennt es, gell? Sonst brennt es oder beziehungsweise ist dann das in der Flamme unten. Ja. Und wir wollen ja das quasi im Stöfchen drinnen haben und das hält auch ganz lang an. Die Harzdüfte sind ja auch stark desinfizierend und reinigend. Und die Harze sozusagen, der Baum bildet Harze aus, wenn er Verletzungen hat. Also das heißt, wenn jetzt irgendwelche Wunden sind, dass zum Beispiel jetzt der Specht reingelupft und sich irgendeinen Wurm rausholt, dann muss der Baum so schnell wie möglich wieder Harz produzieren, dass er einfach schaut, dass er die Wunde schließt, dass ja nicht irgendwelche Bakterien oder irgendwelche Pilze reinkommen, die was den Baum schädigen können. Und so ist das übertragen auf uns, sozusagen, er bringt eben was zum Heilen. Mhm. Ja. Und Harz ist ja wirklich, das ist ja, Harz ist nicht nur für einen Baum so hochwirksam, weil der Baum, wie du super gesagt hast, bildet das eben aus, um zu verhindern, dass er sozusagen infiziert wird von irgendwelchen Pilzen, Bakterien etc. Und deshalb können wir Harze ja auch so gut nutzen, wenn wir irgendwelche Verletzungen oder aus Zugsalben. In Zugsalben ist ja Harz eigentlich immer drinnen. Die Pechsalben. Die Pechsalbe. Mhm. Und es hat ja ganz eine starke antibakterielle, antiviral, aber auch gegen Pilze, ganz eine starke Wirkung. Und interessanterweise riecht es aber auch so gut. Gell? Das ist wirklich interessant, dass das so ein feiner, eben elegant, ich finde es ein eleganter Duft irgendwie, ein nobler Duft, der aber ganz eine starke Wirkung irgendwo. Also das löst sofort was aus, wenn man. Es löst sehr viel aus und eben diese Zirbe ist sowieso besonders, ja, weil es eigentlich ein seltener Baum ist, der nur in den. Die Zirbe gibt es, was ich weiß, glaube ich, nur in den Alpen. Ist nur im Alpenraum. Das ist nur in den Alpenraum und ich glaube eigentlich erst so ab 2000 Meter ungefähr in der Höhe. Sehr hoch, ja. Genau, und das gehört ja zu den Kieferngewächse. Und die Zirbe sozusagen, ihr wisst ja, die tut die Herzfrequenz eigentlich auch sozusagen nachweislich beeinflussen, eben positiv beeinflussen. Da gibt es die Zirbenbetten, da gibt es die Zirbenkissen. Also das heißt, das ist auch für diese Zeit, wenn man eben ja gerade wirklich traurig, stressig ist, dann kann man das wieder eben nehmen, dass man einfach diese Herzfrequenz ist ja immer dann, wenn es stressig ist, dann steigt automatisch die Herzfrequenz und da können wir uns da auch wieder helfen mit so einem Duft. Gell? Ja, wir haben, wen es interessiert und das einmal probieren möchte, wir haben ja von der Elisabeth, du machst das wirklich mit viel Liebe, in Handarbeit wird das alles gepflückt von dir im eigenen Garten, also da kommt sicher nur das Beste rein, natürlich rein biologisch, überhaupt kein Spritz, also das ist sowieso Ehrensache. Ehrensache, ja. Das machen wir nicht. Ich hätte wirklich vor Jahren, hätte man nicht gedacht, dass mich das Dufträuchern interessieren könnte, aber nicht nur, dass es mich interessiert, es ist bei uns eigentlich im Haus ein Bestandteil geworden, vor allem im Winter, wenn es grauselig ist draußen, es ist wirklich angenehm und ich mag ja diese gekauften Düfte überhaupt nicht, die man so normalerweise kriegt, so irgendwelche komischen Kerzen und so Zeug. Und das ist wirklich lässig. Auch dieses Harz mag ich sehr, sehr gern. Nein, das sind auch Düfte, die sprechen mich total an. Ich weiß, das sind Pflanzen, die bei uns draußen wachsen. Von dem her gefällt es mir auch schon. Ja, es ist einfach was Natürliches. Also es ist einfach, wie gesagt, die Pflanzen haben das in sich und geben sie ja frei. Mhm. Und von daher steht es auch uns zur Verfügung. Und denke mir, Löwenmut. Können sie mir nutzen. Genau. Einen neuen Duft haben wir jetzt von dir. Freue ich mich schon. Ein weihnachtlicher Duft haben wir im Programm. Ja, ich hoffe, es war was dabei für euch. Leider kann man ja den Duft nicht mitschicken. Schade. Sehr schade.
Das war es natürlich. Das muss man wirklich noch selber machen. Ja, das ist aber auch nicht schlecht. Gell? Man muss es selbst machen. Man muss nicht unbedingt einen Duft kaufen. Man kann ihn kaufen, weil man kann sich auch, wie du das ja zeigst und selber machst, und du machst das ja alles selber, man kann selber auch so viel experimentieren. Auch in eurem Garten oder vielleicht habt ihr nur einen Balkon oder ein Balkonkistchen. Selbst da kann man schauen, ob diese Pflanzen zum Räuchern geeignet sind. Elisabeth, danke, wie immer, war sehr spannend. Ich könnte das, es ist nicht gelogen, stundenlang weitermachen, aber es kommt eh wieder ein nächstes Jahr. Dann wird dann schon wieder was Schönes einfallen. Ja, das machen wir.